und ich wurde gebeten, hier ein paar Worte zu sagen. Was vereint uns alle? Wir alle sehen uns den Gefahren des Überwachungsstaates hilflos ausgeliefert. Und deswegen sind wir heute hier, um dagegen zu demonstrieren. Ich persönlich möchte gerne auf einen Aspekt der Überwachung eingehen, den ich auch unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten sehr wichtig finde, nämlich wie verändert sich unser Verhalten, wenn wir wissen, dass wir ständig überwacht werden, wenn wir wissen, dass jeder unserer Schritte analysiert wird. Was macht das mit uns? Macht uns das eher frei oder macht uns das eher gefügig? Und wie geht das alles weiter und wo führt das alles überhaupt noch hin? Und zu dem Zweck habe ich mich mal in mein zukünftiges Ich versetzt und habe den Überwachungsbehörden von den 10 Jahren oder 20, sucht euch was aus, einen Brief geschrieben. An die Überwachungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland und die internationalen Geheimdienste. Meine lieben Schlapphüte, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, leben wir in der sogenannten westlichen Welt in der tollsten aller Staatsformen, der Demokratie. Eines der Kennzeichen dieses gesellschaftlichen Organisationsmodells ist die Möglichkeit der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Übrigens geregelt in § 2 des Grundgesetzes. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mich und alle anderen Bürger in Zukunft bei dieser spannenden Reise begleiten und unterstützen wollt. Musste ich mich in der Zeit vor flächendeckender Video- und Kommunikationsüberwachung noch mühsam selbst dafür entscheiden, was ich als richtig und falsch ansehe, übernehmt ihr das ja jetzt für mich. Mit INDECT überwacht ihr fürsorglich jeden meiner Schritte im öffentlichen Raum und teilt mir über ein liebevoll abgestelltes SEK umgehend mit, dass meine Körperhaltung oder meine Mimik nicht innerhalb der von euch als gewünschtes Verhalten definierten Grenzen liegt. Endlich muss ich mich nicht mehr selber fragen, ob ich normal bin, da ihr das ja jetzt für mich übernehmt. Glücklicherweise hört eure Fürsorge nicht an der Grenze zwischen realer und virtueller Welt auf. Ich kann mir dank euch immer sicher sein in der Wahl meiner Freunde. Sollte ich jemals in Verlegenheit kommen, mit jemandem in Kontakt zu treten, den ihr als dubios einstuft, wart ihr mich diskret per SMS oder E-Mail mit dem Angebot, die obskure Person für euch zu bespitzeln. Ich schätze solche Angebote sehr, da mir oft die Möglichkeit fehlt, etwas für die Gesellschaft zu tun, die mich so behutsam in meiner persönlichen Entwicklung begleitet. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass eure zarte Führung sich nicht nur auf mein Auftreten und die Auswahl meines sozialen Umfelds beschränkt. Ihr beschützt mich natürlich auch, wenn ich mich im Internet bewege. So kann ich mich immer darauf verlassen, dass ihr Seiten für mich sperrt, die Material zu Themen wie anonymes Surfen, politischen Aktivismus oder Kritik an den Sicherheitsbehörden beinhalten. Wozu sollte ich auch anonym surfen wollen? Ich habe nichts zu verbergen. Politisch muss ich mich auch nicht engagieren, das macht ja schon meine Regierung für mich. Und Kritik an meinen geliebten Sicherheitsbehörden würde mich nur unnötig verwirren und in eine tiefe Sinnkrise stürzen. Ja, meine lieben Schlapphüte, wie gut, dass es euch gibt. Wie gut, dass ihr immer wisst, wo ich bin, was ich tue und mit wem. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings noch anzubringen. So sehr ich mich auch auf eure allumfassende Kontrolle verlassen kann, so lasst ihr mich doch mit meinen Gedanken alleine. Wie soll ich denn ohne eure Führung wissen, an was ich denken darf und an was nicht? Bitte helft mir, mich auch gedanklich so aufzustellen, um nicht in Gefahr zu geraten, meine Privatsphäre zu vermissen. Bitte helft mir, eure Fürsorge als solche zu begreifen und nicht als Angst, die ihr vor mir als mündigen Bürger habt, der euch in Frage stellt. Bitte, bitte, hört nicht auf, jeden Bürger zu jeder Zeit zu unterstellen, sie oder er wären eine Gefahr für die Demokratie. Denn ich glaube euch, dass wir alle Sünder sind und nicht wissen, was wir tun. Ich schreibe euch mit all der Wärme meines Herzens und ohne jegliche Ironie. Die habt ihr ja schon vor Jahren verboten.
In diesem Sinne, nochmals vielen Dank für euer Misstrauen. Liebe Grüße, euer Benjamin.